Hallo zusammen. Hi, ich bin Jonas. Ich wollte euch heute etwas zu einem Supremum, einem Maximum und damit auch zu einem Infimum und einem Minimum erzählen. Aber ich mache erstmal alles über die ersten beiden genannten, also Maxima und Supremum. Ich möchte das Maximum einer Menge zuerst definieren, also sei M eine Menge. Und hier ist es wichtig, dass die Menge aus Werten besteht, die man ordnen kann. Das heißt, aus Werten, wo man sagen kann, der eine Wert, der ist kleiner gleich dem anderen Wert oder so. Das heißt, wir können zum Beispiel die reellen Zahlen als Werte nehmen. Mit Werten aus den reellen Zahlen. Dann ist das Maximum also das Maximum von M definiert als das Y aus M, für das x kleiner gleich Y, für alle x aus M gilt. Das bedeutet, wir nehmen ein Y aus M und alle anderen Werte, die in M liegen, die müssen kleiner gleich diesem Y sein. Und wir sollten hier natürlich auch annehmen, dass M nicht die leere Menge ist. Aber das haben wir ja schon gesagt, dadurch, dass sie Werte aus R hat. Das ist also das Maximum. Bei dem Maximum ist wichtig, wir wählen das Maximum aus der Menge. Das ist das größte Element, das diese Menge enthält, sozusagen. Das Supremum ist jetzt über eine obere Schranke der Mengen definiert. Was haben wir bei einem Supremum? Naja, zunächst bei einer oberen Schranke. Ich nenne es jetzt Y' aus R ist eine obere Schranke für M von M. Naja, wann ist es eine obere Schranke? Wenn es größer ist als alle Werte, die im N liegen. Wenn y' größer gleich x ist für alle x, was n. Bedeutet, wenn wir ein Maximum haben, dann ist das automatisch auch eine obere Schranke unserer Menge. Wie hängt das mit dem Supremum zusammen? Naja, das Supremum ist jetzt die kleinste obere Schranke. Das heißt, wir wählen dieses Y', das wir jetzt beliebig groß wählen können momentan, so klein, dass es halt genau die kleinste obere Schranke ist. Also das Supremum ist die kleinste obere Schranke. Also das Infimum
Hier ist wahrscheinlich besser, wir nehmen das Minimum. Über alle y', das sind unsere oberen Schranken, für die gilt, naja, das ist die Definition für eine obere Schranke, y' ist größer gleich x für alle x außer. Und hier drum machen wir Mengenklammern, denn das hier ist die Menge aller oberen Schranken. Von dieser Menge nehmen wir das Minimum, also die kleinste von diesen oberen Schranken. Und das ist das Supremum. Schreibe ich nochmal hier hin. Das ist das Supremum von M.